Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir einfach mal ganz random, dass ich jetzt mal einen Vlog starte. Ich weiß nicht, was es für ein Vlog wird. Es wird einfach ein ganz normaler Alltagsvlog, glaube ich. Aber eigentlich wollte ich nur das Ding hier ausprobieren, Leute. Das habe ich mir bei Rossmann gekauft von Rival de Loup. Das ist, glaube ich, eine Limited Edition. Das ist eine Creme Blush und Bronzer Palette. Und ich habe richtig Lust, das gerade auszuprobieren und dachte mir, ich zeige euch das auch gleich mal. Und dann muss ich auf jeden Fall unten aufräumen. Die kleine Maus ist am Schlafen. Die Zeit nutze ich natürlich direkt aus, um ein bisschen Ordnung zu schaffen. So, Leute, sieht das Produkt aus. Bronzer und Blush. Ich nehme das Ganze gerade auch noch für Instagram auf. Starten wir mal mit dem Bronzer. Vorstellen, dass das mit einem Beauty Blender vielleicht besser gehen würde als mit einem Pinsel. Schöne Farbe. Das Gefühl, die ist leicht warm, also leicht rötlich, aber ich glaube, mein Pinsel war auch nicht ganz so sauber. Und ich habe hier irgendwie so einen Ausschlag gekriegt. Die Farbe sieht echt ganz schön natürlich aus. Gehe ich auch nochmal den Blush gleich drauf. Das hat eine richtig schöne Farbe. Man sieht einfach automatisch viel frischer aus. Direkt. Das ist, glaube ich, ganz schön gut. Das hat 4 Euro, glaube ich, gekostet. Kann man machen. Jetzt gehe ich runter und räume unten ein bisschen auf. Ich glaube, Adam will nachher noch in die Werkstatt. Und ich gehe dann so lange zu meinen Eltern mit der Kleinen. So sieht's aus. Das ist der Plan für heute. Das hätte ich fast vergessen. Ich habe hier noch von Essence einen Highlighter. Den Make Me Glow Baked Highlighter. Das soll ein Dupe sein zu irgendeinem Hourglass Highlighter. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Also die Farbe sieht auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus. Irgendwie sehe ich keinen Glow, oder? Ah, doch. Doch. So, Leute, ich bin jetzt unten und ich mache mich jetzt mal an dieses Chaos hier. Diese Ballongelande kommt jetzt weg. Die Ballons sind zwar eigentlich noch gut, also so ein paar haben sich halt verabschiedet, aber eigentlich sind sie noch gut und eigentlich muss ich die dann auch immer bis wirklich zum Ende noch hier lassen. Leute, guckt euch das mal an. Dieser Ballon ist noch von unserem Gender Reveal aus dem Februar. Wir haben den immer wieder aufgepustet, weil wir gesagt haben, dieser Ballon bleibt im Wohnzimmer, bis Alia da ist. Und ja, jetzt ist sie da, der Ballon ist auch da. Aber den packe ich auch gleich weg. Und ich habe so einen Tick, Leute, ich weiß nicht, ob ihr auch so seid, ich muss diese Dinge einfach aufheben als Erinnerung. Das ist so komisch, ich muss einfach solche Sachen aufheben. Anstatt sie einfach wegzuschmeißen. Ich denke mir so, ja, dann kann man so eine Kiste machen und dann kann man ja irgendwann, und dann kann man da ja irgendwann mal reingucken und sagen, so, das ist der Ballon von deinem Gender Reveal, waren deine Welcome Home Ballons. Diese Girlande haben übrigens Freunde von mir vorbereitet, Leute. Es war so eine Überraschung, als wir dann aus dem Krankenhaus gekommen sind, dass wir das dann so vorgefunden haben. Es waren auch noch welche auf dem Boden. Richtig, richtig schön. Ich finde es auch immer noch wunderschön, aber Leute, ich habe so einen Drang, dass hier jetzt wieder Ordnung herrscht, weil die Sachen, die auf der Kommode standen, liegen jetzt auf dem Tisch rum, in der Küche rum. Und deswegen brauche ich jetzt wieder ein bisschen Ruhe und Ordnung für meine Augen. Und das hängt jetzt hier auch schon seit 2 Wochen. Ich glaube, das ist in Ordnung. Und deswegen kommen die Ballons jetzt weg. Nee, du. Das Schild ist auch richtig süß. Das hat meine Mama hier ausgedruckt. Frosch Geld in Alia. Das nehme ich jetzt auch ab. Und ich glaube, das werde ich einrahmen. So, Leute. Ich habe meinen Wickelrucksack dabei. Wild. Oh no. Leute, was ist das für ein Wetter in Deutschland bitte? Ja? Also. Was ist das, ja? Ja. Ja. Schöner Sommer auf jeden Fall. So, Leute, schnappen wir jetzt die Kleine. Wir holen die Omi ab. Und dann gehen wir kurz in einen Laden, wo Alias Halla arbeitet, also ihre Tante. Und da gucken wir mal, ob wir einen schönen Strampler finden, weil irgendwie habe ich das Gefühl, sie braucht noch mal 1-2 Strampler oder allgemein Klamotten in Größe 50, weil manche Sachen sind ihr einfach noch ein bisschen zu groß. Da schauen wir jetzt mal kurz vorbei. Ich bleibe jetzt hier einfach in meinem chilligen Zweiteiler. Juckt mich nüt. Na, zum Glück hast du das Auto hier geparkt. Isofix. Was? Machst du den da nicht ran? Nein, den kann man auch so machen. Noch. Und wie geht das? Gute Frage. Leute, was ist das bitte für ein Wetter? Das ist wirklich unglaublich. Der ganze Sommer ist einfach so. Sad Story, würde ich sagen. Die Mami ist im Anmarsch. Die Omi ist im Anmarsch. So. Gut, ja? Ja, auch gut. Da haben wir sie. Hallo. So, wir kaufen jetzt hier. Das ist eine Bluse für mich.
Hier, so süße Strampler, zeige ich gleich nochmal. Und sie braucht noch so ein paar Leggings, habe ich das Gefühl. Meine Mami findet das super toll. Ich finde es auch süß. Aber welche, wann zieht sie das an? Die Größe? Bald, ne? Ja, ist doch schon bald. Jetzt zur Herbst. Alia chillt auf jeden Fall gerade hinter der Kasse mit ihrer Tante und schläft. So Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause und ich habe Lust auf einen Eiskaffee, beziehungsweise wir haben Lust auf einen Eiskaffee. Die kleine Mausi schläft hier gerade auf dem Sofa. Gönnen uns jetzt hier gleich erstmal. Ups. Aber hier haben wir Rabisch jetzt. Nee, irgendwie nicht. Extra just for septums, Anna. Was nicht viel da ist Gamael-Sirup. Gamael. Zwei Eis mit Gamael. Zack, 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 zack. Da sparen wir schon mal nicht, ne, an Karamell-Sirup. Und jetzt nehme ich hier so einen löslichen Kaffee. Oh, ja, so ein bisschen weniger als 2 Löffel, würde ich sagen. Oder doch 2. Und dann einfach mit kaltem Wasser, Leute. Ihr müsst da kein heißes Wasser drauf gießen, damit sich das auflöst. Einfach kaltes Wasser, so bis zur Hälfte voll. Und dann gebe ich das einfach dazu. Das Licht ist hier echt ein bisschen scheiße gerade, aber egal. So, wir holen jetzt den Papi ab. Ab nach hinten mit dir. Soll ich fahren? Nö, ab nach hinten. So, Alia und ich chillen vorne. Jetzt muss der Papi mal hinten sitzen. Und jetzt fahren wir zu anderen Oma und Opi. Yalla, let's go! Why do I need to be good all the time? Hey Leute, was geht ab? Von mir auch einmal guten Tag oder herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ist der nächste Tag. Gestern habe ich hier gar nicht so aufgenommen. Ich habe auch gar nichts gemacht, glaube ich. Ich war zu Hause. War ja dann später bei meinen Eltern. Noch mehr habe ich auch nicht gemacht. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier bei uns und mähe den Rasen. Es hat zwar gerade geregnet, also vorhin vor ein paar Stunden, aber jetzt scheint die Sonne wieder und deswegen ist der Rasen auch wieder trocken zum Glück. Ja. Vielen, vielen Dank für die netten Nachrichten, die wir auf das letzte Video bekommen haben. Sehr, sehr nett, Leute, ehrlich. Vielen, vielen Dank dafür. Auf jeden Fall, Leute, dieses Jahr Sommer in Deutschland ist Jobgesellt. Naja, immer das Beste draus machen. Und hier muss ich halt den Rasen mähen, Leute, wie ihr seht. Ist jetzt nicht so extrem gewachsen, aber ich mähe den Rasen hier jede Woche einmal. Also jeden Donnerstag versuche ich quasi hier Rasen zu mähen, sonst etwas zu hoch. Ich habe ja hier neue Rasensamen drauf gemacht und deswegen muss es jeden Tag bewässert werden. Deswegen sieht das hier Ganze so aus. Sonst, wenn ich den Rasen mähe, muss ich das erstmal alles wegräumen. Im Gartenbereich muss ich das nicht machen, weil ich hier den Mähroboter geholt habe. Und ja, das war eine sehr, sehr gute Investition, Leute, auf jeden Fall. Da spare ich wirklich sehr viel Zeit und ja. Arbeit, ne? Ich habe leider also Gräserallergie, deswegen muss ich mal beim Rasenmähen so eine Maske tragen. Das verändert das so ein bisschen, dass ich hier anfange zu niesen und so ein Scheiß. Ja. Und jetzt sitze ich auf meinem Rasenaufsitz mehr. Ich starte das Ganze mal hier, ne? Zack. Vollgas. Let's go. Ja Leute, so sieht das Ganze hier aus. Ne? Ich bin die ganze Zeit hier am Hin- und Herfahren. Mehr ist das nicht. Ich muss halt nur immer gucken, wo man gemäht hat und wo nicht. Manchmal sieht man das nicht so direkt, aber ja, muss ich halt quasi so ein bisschen merken. Ne? Ungefähr 3/4 Stunde dauert das Ganze. Ja. Leute, guck mal, was passiert ist, Alter. Einfach beim Mähen, die Dings hier, die Klingel ist einfach weggeflogen. Scheiße, Billett, jetzt muss ich das wieder festmachen, Alter. Ja, nice. Ich hoffe, die Mutter ist noch dran. Ich hoffe, die ist nicht irgendwo weggeflogen. Scheiße, scheiße, scheiße. Für was brauche ich hier gerade gar nicht, Alter. Ich versuche das Ding jetzt so ein bisschen zu kippen. Und diesen Balken will ich dann quasi unter dem Rad hinstellen, damit der quasi so ein bisschen oben ist. Die Mutter fehlt auf jeden Fall. Also muss ich erstmal die Mutter hier suchen. Scheiße. Komplett unnötig, Alter. Aha. Geil. Die war einfach da drin. Cool. Ist da noch was drin? Geld oder so?
wenn nicht zu machen. So Leute, das Ding ist jetzt fest. Ich hoffe auch fest genug. Naja, ich habe zwar so fest wie möglich festgezogen. Auf jeden Fall ist es fest, hoffentlich. Ja. Ich bock das Ding jetzt hier ab und dann wird erstmal weiter Rasen gemäht. Bismillah. Wenn ich das Ding hochdrehe, dann fängt er an zu mähen. Schau mal jetzt. Mache ich erstmal ein bisschen runter, nicht dass er komplett wegfliegt hier. Drei. Super, nein. So Leute, ich bin fertig. Zum Glück hat noch alles geklappt am Ende. Auf jeden Fall, die Mitte hier, die mähe ich nicht, weil da habe ich ja wie gesagt neuen Rasensamen drauf gemacht und ja, das musste quasi 6 Wochen oder so quasi ungemäht bleiben. So Leute, es ist jetzt inzwischen schon 17.30 Uhr oder so. Wir haben heute mit der Kleinen ganz viel gekuschelt, die brauchte heute ganz viel Nähe. Das Wetter war heute wieder katastrophal, aber jetzt scheint die Sonne und deswegen packe ich sie jetzt ein und wir gehen in die City. Mit der Oma zusammen. Wir können noch mal ein bisschen frische Luft schnappen, ein bisschen Sonne tanken und vielleicht finde ich noch mal ein paar süße Teile für sie. Genau, also let's go. Wir haben richtig Glück mit dem Wetter. Die Sonne scheint endlich. Juhu. Jetzt sind wir in der Stadt, haben nicht mehr so viel Zeit, aber das ist nicht so schlimm. Mir ging es hauptsächlich eben nur darum, ein bisschen frische Luft zu schnappen, mal ein bisschen rauszukommen. Meine Mama ist schon in der Stadt. Wir treffen uns jetzt mit ihr und dann schauen wir mal, was wir noch so finden. Yeah, coole Aufnahme. Wir haben jetzt ein paar Sachen geshoppt, kann ich euch zu Hause noch mal kurz zeigen. Nicht unbedingt das, was ich brauchte. Naja, doch auch. Aber natürlich auch ein paar Sachen mehr. Babysachen sind einfach so schnuckelig, man kann einfach nicht widerstehen. Wir sind jetzt noch kurz bei uns hier im Edeka. Und was zur Hölle ist das Haribo-Duftkerzen? Also Duftkerzen, da bin ich ja immer zu haben, aber nope. Obwohl, Alter, das riecht gut. Scheiße. Das riecht ja wirklich gut. Mm. Das riecht ein bisschen nach Hustensaft, nach Kinderhustensaft. Das riecht auch ganz okay. Verrückt. Jetzt ist hier noch dunkelrot, Kirsche, das riecht wahrscheinlich am besten. Boah ja, das riecht gut. Aber das ist alles so, eher so Winterdüfte. Obwohl, wann machen wir Kerzen an? Im Winter. Es gab hier so eine Mochi-Eis-Station. Wird das überhaupt so ausgesprochen? Keine Ahnung. Ich wollte das schon immer mal probieren. Ich habe jetzt hier Kokos und Mango. Und das probieren wir gleich mal. Wir probieren jetzt mal das Mochi-Eis, würde ich sagen, oder? Ja. Ich bin gespannt. Mochi? Aber interessant. Lecker. Ist schon lecker, ne? Also ich finde es lecker. Erfrischend. Mango ist noch besser, oder? Wie interessant ist das denn, ey? Glaube ich drin. Mousse-Eis-Mousse mit draußen wie Teig. Ein so ein Ding hat 1 Euro gekostet. Ist teuer, aber kann man machen. Ja. Also Kugel-Eis ist auch nicht billiger. Ja, teurer. Und das ist der Interpretation. Eis. Aber es tat gut. Es tat gut, ne? Lecker. Ich habe das erste Mal dieses Mochi-Eis gegessen. Ich bin auch wieder schon wieder. So Leute, ich fahre jetzt mit dem Auto. Anne fährt mit Alia, oder beziehungsweise Anne geht mit Alia zu Fuß. Ich hatte jetzt keinen Bock, gerade diesen Kinderwagen und so einzupacken. Ja, jetzt fahre ich zu meinen Eltern. So Leute, jetzt warte ich gerade hier. Meine Mama ist da so eine Abkürzung gegangen, durch so eine Unterführung. Ich konnte da nicht mit dem Auto lang. Und ich habe Angst, dass die Kleine wach wird und ich sie stillen muss oder so. Voll die Helikopter-Mutti, ey. Jetzt warte ich hier gerade, obwohl es zu meinen Eltern hier gerade nur noch ein paar Meter sind. Sie nimmt mich auf, ich nehme sie auf. Ja, aber ich glaube, sie hat es geschafft, ohne dass die Kleine wach wurde. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Tag. Ich habe gestern wieder vergessen, weiter aufzunehmen. Ich bin jetzt in der Küche, räume mir hier jetzt kurz die Spülmaschine ein, werde mir dann einen Eiskaffee machen. Ellen und Alia sind noch oben am Schlafen. Ja, aber die kleine Maus muss ich gleich wecken, wenn die Hebamme kommt. Was geht ab, Leute? Heute ist der nächste Tag wieder und ich mache mich jetzt auf den Weg zu Juma Namaze. Dann gehen wir kurz mit meinem Bruder in die Werkstatt und an dem Mercedes müssen wir die Koppelstange tauschen. Die tauschen wir dann und dann ja, sehen wir weiter, Leute. Ne? Das ist der Plan auf jeden Fall für heute. So, Leute, ich bin raus von Jame.
Bu arada herkese hayırlı cumalar. Ich weiß nicht, wann das Video rauskommt, aber ja. Ich war jetzt ganz kurz zu Hause, hole ziemlich kurz um. Und dann hole ich meinen Bruder ab und dann fahren wir in die Werkstatt. Wir tauschen, wie gesagt, die Koppelstange von dem Mercedes. Und ja, ist nichts Wildes, aber muss gemacht werden. Und lassen ein Abo da, Leute, ganz wichtig. Immer schön supporten, abonnieren, liken, liken, liken. Kostet ja nichts, Leute. Ne? Einfach ein Abo da lassen, das kostet auch nichts. Einfach abonnieren. Naja, ihr macht das schon, Leute. Ihr seid die Ehrensupporter. So, Leute, hab mich kurz umgezogen, hab mir meine dreckigen Air Force angezogen und ein T-Shirt, was auch dreckig werden kann. Ja, jetzt hole ich meinen Bruder ab und dann geht's ab in die Werkstatt. Wie gesagt, das Ding werde ich hier jetzt austauschen. Das nennt man halt Koppelstange, ne? Aber ganz detailliert sage ich euch jetzt nicht. Ist ja kein Autokanal hier, ne? Tankreserve, toll. So, Leute, wir sind jetzt im Werkstatt. So, das Auto ist jetzt hochgebockt und wir nehmen das Rad hier jetzt runter und dann schauen wir weiter. Nicht wahr? Niemals. Mit Bess. Ja, das ist die Koppelstange, Leute, das bauen wir dann aus. Hier verliert er nämlich Öl oder das Fett, was ja eigentlich hier drinnen sein soll. Wir bauen das jetzt aus und dann tauschen wir das aus. Ben döndüreyim mi oradan? Getirme. Çıkayım. So bist du nicht mehr viel, Alter. Tamam, ben so geliyor. Geldi, geldi. Şey nerede? Hı? Ben cebimde. Tamam, şuradan sok işte bir şey ama. O metin vardı ya. Bu taraftan ver, bu taraftan. Bu taraftan soğuk. Bekle, önüne bak. Ne yapacaksın? So, meine Schwäbs, die neue Koppelstange ist jetzt drin. Jetzt kommt das Rad nochmal drauf und dann machen wir eine Probefahrt. Okay, let's go. Wir haben jetzt alles wieder dran gemacht. Aber gut geschwitzt, Alter. Willi. So, meine Schwäbs, wie nonnas. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ja, warum schreien? Keine Ahnung. Ready. Ich habe Alia jetzt eingepackt und jetzt düsen wir los in die Stadt. Oh, die Maus ist angeschnallt, weil ich alleine fahre, habe ich sie jetzt nicht nach hinten gesetzt. Wir sind jetzt unterwegs und gehen jetzt die Omi besuchen bei der Arbeit. Vorgestern haben wir die Tante besucht bei der Arbeit. Heute ist die Oma dran. Und dann werden wir, denke ich mal, nochmal mit meiner Mama nach ihrem Feierabend ein bisschen spazieren. Sie muss nämlich nur noch eine halbe Stunde arbeiten. Hey! Hey, 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 da ist die Omi. Ich komme sehr gerne. Ich wollte mehr. Sind wir kurz bei Rossmann? Ups. Ich brauche wieder ein paar Wickelunterlagen, weil Alia einfach die ein oder andere Wickelunterlage dreckig gemacht hat. Und dann habe ich mir hier noch diese Ohrringe genommen. Oh, hier habe ich einen Fleck gemacht. Anna sucht sich gerade irgendwelche Lipglosses aus. Lipglosse aus. Hier, Leute, und das ist diese Creme, Blush und Bronzer Palette, die ich letztens gezeigt habe. Unnormal schön. Leute, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das sieht aber auch sehr interessant aus. Serum Skin Tint. So, Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Alias Halla ist jetzt da, sie besuchen willkommen. Und ich habe uns einen Eiskaffee gemacht.